Alles klar, wir sind fast am Ziel. So, was trinken. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Was? Böse Wespen, böse Wespen. Der hat uns jetzt hier ordentlich Platz gemacht. Keine Ahnung, was das mit den Pfirsichen auf sich hat. Das weiß ich wirklich nicht. Da oben ist noch ein Pfirsich, aber wie komme ich an den ran? Hier runter. Ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, was da noch fehlen könnte, warum wir nur so bei knapp 40% sind. Aber ich glaube, ich weiß, was da fehlt. Da fehlt das komplette Schloss noch. Oh! Lass mich raten. Das Ding fährt jetzt nach oben. Ich liebe ja solche Spiele. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist, bei manchen Stellen, aber ich finde dieses Spielkonzept hier einfach der Hammer. Vor allem dieses 2D gerade hier, das gefällt mir sehr. Gefällt mir. Vor allem nicht, weil es nur ist, sondern weil es halt aktuell gerade Dingsbums. Weil es halt wirklich erstens passt, zweitens auch nur. Oha. Nein, ist das mies! Ich habe diesen Spielmodus gerade gelobt. Wieso? Wieso? Nein, ich hab dich doch gar nicht berührt! Wir können später nochmal Pokémon weiterspielen, wenn ihr Bock habt. Warte mal, können wir mal was gucken? Ich habe es im Augenwinkel gesehen, dass da noch irgendwas zu holen ist. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was diese Dingsbums zu bedeuten haben. Okay, du gehst nach oben. Ups. Was soll das denn? Och, Mann.
Liebes Spiel, ich habe diesen Modus gerade gelobt. Danke. Ich musste da, glaube ich, einfach nur unkonventioneller rangehen. Ich verstehe. Einfach strikt und simpel ausweichen. Stimmt, da gibt es ja noch ein paar Sachen. Da gibt es ja nicht nur das Endlevel noch, sondern gibt es ja noch ein ganz anderes Gebiet. Ich kann mich noch an zum Kartenhaus erinnern. Und Himmel, was dem Retri damals so gut gefallen hat, weil die Musik einfach sehr entspannend war. Stimmt, da war ja noch was. Gut, mal gucken, wie lange wir hier Alice noch weitermachen. Ansonsten können wir natürlich auch noch gerne das Spiel mal ändern. Wenn du möchtest. Justine. Boah, wird mich so hassen dafür. Justine. Bislang eine gute Freundin hieß von mir so. Ja, da hätte was laufen können mit der Justine. Cool. Das eigene Logo. Geil. Oh, schön. Schön, 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 schön. So, und jetzt müssen wir erstmal einen fetten... Eine dicke Raupe. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Sicher? Nein. Und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Ja, ist halt so ein Mixname, weißt du, so ein Männer- und Frauenname. Obwohl Sascha ja in Russisch zum Beispiel auch ein Frauenname ist. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. What? What? Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. What? Die Zeit verändert uns alle. Sind wir jetzt wieder in der Realität? Gefängnisse und Irrenhäuser viel. Gefängnisse und Irrenhäuser viel gemein. Hey, was? Du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult. Irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street. Insekten verwünscht. Und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüss, eine Bedrohung für sich selbst. Aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und... Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatscht den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du
verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, nimmst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Nö, die sind schon dort. Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Das Erste kann er haben, das Zweite soll er in Ruhe lassen. Mein Job kannst du haben, aber nicht meinen Arsch. Geil. Alles klar. Die Alice scheint Dauergast bei in der Zelle zu sein. Wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er ihre Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast den rauen Straßen vor. Ja, das kann ich verstehen. Also hier geht's eigentlich sogar. Aber hier in dem Spiel in der Zeit. Wir gehen auf. Anklagen. Ich habe meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Hier unterschreiben, wenn's geht. Guckt's euch an, wie der spricht. Das ist doch keine Sprachanimation. Schon wieder diese weiße Katze. Ups. Zu schnell, zu hell. Na super. Gerade erst aufgewacht und jetzt sind wir wieder. What? 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 Ist aber ein gruseliges Herz. Vor allem überall. Ist das Tropfen des Fleisch und Innereien und Gedärme? Bleh. Gidi git. Ih, was? Igitt, nein, Alice. Alice, eklig. Eklig. Nein! Spring doch nicht in die Tentakel, die tun dir nicht gut. Jeder Perverse wird wissen, was abgeht. Nein, 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 nein. Nein, nein, geh weg. Es war so klar. Das ist so widerwärtig. Ah, jetzt kommen wir ins Himmelsschloss. Jetzt haben wir wieder das Outfit an. Oh, die Musik ist cool. Ich würde aber gerne mal Kartenbrücke. Schön. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hat Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. What? Gruseliger Spinner. Da ist ein Junge, der der Schwester von der Alice eine Liebesbekundung gemacht hat. Und das Erste, was die Alice sagt, ist, dass die Schwester von der Alice sagt, nee, 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 gruseliger Spinner. Ist ja mal ganz toll. So wird das aber nichts mit der Familienplanung. Nein! Wieso bist du denn jetzt gelaufen, Mädchen? Warum bist du gelaufen? Warum bist du nicht gesprungen? Bitte. So, ba-ba-ba-ba-bam. Wunderbar. Nein.
Ich muss natürlich jetzt auch wieder zurück. Was man nicht alles für goldene Zähne macht. Wunderbar, oh wunderbar. Was sehen wir denn für Wunder da? What? Also, du kannst... Es ist hier... Ich finde es extrem schwierig hier, weil... Dieses Terrain... Also die Musik ist schön. Die ist sehr entspannt. Aber... Dass sich die Karten halt immer nur so stückweise vor dir aufbauen. Ich höre dich doch, Schweinchen. Ja, für ihr Kartenschloss. Ernsthaft, ein goldener Zahn. Das war's. War ein bisschen low. Hätten sie ruhig zwei rausmachen können. Finde ich aber cool. Also... Ladebildschirm. Wieso Ladebildschirm? Finde ich aber schön hier. Auch die Musik ist eigentlich ganz entspannt. Ich sag ganz ehrlich... Aus riesigen Karten würde ich mir so ein Haus auch im Dingsbums bauen. Wirklich in Originalgröße, bitte. Was man da alles finden kann. Goldene Flasche. Und was haben wir hier? Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Ja, so ein böser Wolf, der hustete und pustete und blies das ganze Haus herum. Dann liefen die drei kleinen Schweinchen fort, dann lief das erste Schweinchen fort, weil sein Haus aus Stroh weggeblasen wurde. Doch dann... Das geht langsam zu, okay. Lass mich erstmal etwas checken. Ich verstehe es gerade nicht. Okay, der hier lässt die Tür öffnen. Alles klar. Und der Schalter macht was? Ich hab doch hier beim letzten Mal auch schon so komisch gestanden.
was ich nicht verstehe, was ich nicht sehe? Die Musik ist ja schon schön, aber was bringt mir das? Wenn der Schalter nichts, wirklich rein gar nichts bewirkt. Okay, das scheint der richtige Schalter zu sein. Der linke Schalter scheint nichts zu tun. Okay. Aber ich sehe trotzdem nicht, was ich tun kann. Ich Idiot. Gut, das Ding geht also automatisch runter. Okay, das ist also egal, was ich da mache. Der muss da rein, dann muss ich den da rein machen und... Wieso bist du denn nicht gesprungen, Alice? Ich weiß was. Ich weiß es. Ich hab's raus. Hier links. Das reinlegen. Dann auf den linken Schalter und dann springen. Dann hoch und dann so schnell wie möglich rüber. Warte mal. Ich mach's gleich nochmal. Nö. Ich dachte, ich könnte da irgendwas Besonderes holen, aber pff, das ist ja nur das da. Gut. Nee, das muss ich gleich nochmal machen. Jetzt nach oben und jetzt so schnell wie möglich nach rüber. Oh, dies war knapp, aber schön. Aber schön. What? Könnt ihr euch doch nicht so erschrecken. Oh Mann. Warte mal, kann ich irgendwie... Gibt es hier noch Zähne? Nee, ne? Da unten gibt es noch Zähne. Warum gibt es da unten noch Zähne? Mal ganz kurz überlegen, warum gibt es da unten noch Zähne? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was dieser Schalter gerade bewirkt. Ah, ist das gemein. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist doch viel zu... Ich muss warten, bis das Ding nach unten kommt und dann stelle ich... Hat gerade so gereicht. Yeah.
aus, die Schweinsnase. Ich bin mich jetzt gerade ein bisschen am Konzentrieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's schön. Ich find's toll. Ich find's schön. Mir gefällt das hier. Jetzt weiß ich aber, warum es hier unten noch Zähne gibt, weil ich da runter muss. Lass mich raten. Hier rutsche ich. Das Haus hätten sie ruhig ein bisschen früher aufbauen können, ihr Idioten! Das war gemein. Das war viel zu früh, viel zu spät wurde das Haus aufgebaut. Das Kartenhaus da. Das war nicht so schön. Ihr wisst ja, normalerweise bin ich in solchen Games richtig gut. Jetzt klappt's. Ja, jetzt weiß, dass es da ist. Greift treibenden Verfall, gibt treibenden Verfall schnell den Rest, wenn er am Abstürzen ist. Oha. Oh, ist das cool. Schön. Das Dress ist geil. So, die Rutsche mache ich noch. Dann beende ich die Aufnahme und das Spiel. Ja, ich bin noch nebendran am Aufnehmen. Damit ich Alice als Let's Play hochladen kann, wer Bock hat. Dann muss ich das Spiel nicht nochmal spielen. Und dann können wir das Spiel mal wechseln. Mal gucken. Ich bin eigentlich relativ fit. Wow, ich könnte natürlich jetzt fett abkürzen. Aber ich habe halt keine Lust, irgendwelche Zähne zu verlieren. Jetzt die andere Rutsche gerutscht wäre. Hallo, ich will noch gern mal gucken. Ich weiß nicht warum, aber hier soll es scheinbar keine Musik geben. Finde ich ein bisschen schade. Habe ich es verkackt? Ja. Sammel Zähne für ein Waffen-Upgrade. What? Warum bin ich denn da jetzt so abgeratscht? Warte mal, die Flasche da hinten habe ich, ne? Naja, das hat jetzt ein bisschen Ohr gemacht. Kann ich nämlich hier lang gehen. Mal gucken, ob da vielleicht auch noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. So, ein bisschen getrickst. Ah, ich war nicht schnell genug, ich verstehe. Alter Schwede. Er ist schon so eine kleine Gossbraut, ne? Das kannst du aber, das muss man sagen. Gekommen, um dein Werk zu bewundern? Kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze. Du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist.
Ja, super. Königinland. Alles klar, die Grinsekatze. What? Ist mir schon klar, dass du mich nicht sehen willst. Also die Elle ist schon so eine kleine süße Gossfrau. Das kannst du aber sagen. Vor allem die Dingsbums, die sie immer trägt. Die Kleidchen gefallen mir sehr. Oha, jetzt geht's wieder. Ciao, tschä, auf die Schnauze. Bam, 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 bam. Ich pfeffer dir eine, du Lümmel. Ups, na gut, dann trink mal ein bisschen Tee zur Abkühlung. Ich höre hier doch eine Schweineschnauze. Die Frage ist, wo ist die? Wo bist du, mein kleines Schnäuzchen? Knusper, knusper, Knäuschen. Wo ist denn mein kleines Schnäuzchen? Ist es. Komm, mit Pfeffern. Nee, mit der Teemühle geht das nicht. Ja, klappt von der Seite. Wunderbar. Yay, irgendwelche Puste-Dinger, die der Alice unter dem Rock pusten. Wunderbar. So, jetzt wird es ein bisschen frisch im Schritt, aber dafür kriegen wir eine Erinnerung. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Blub. Der Lachs steht schon. Oha. Nee. Ich will noch hier an die Seite. Hier gibt es bestimmt irgendwas Besonderes. Ein Roll- und Da-Raum. Super. Schlumpedi-Schlump, Klumpedi-Klump. Oh, Alice, ribbel mir das Rätsel auf. Was? Ribbel mir das Rätsel Was auf? Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? 1 plus... Oh. 1, 3, 4, 7, 11. 1 plus 3 sind 4. 3 plus 4 sind 7. 4 plus 7 sind 11. 7 plus 11 sind 18. Korrekt, Fräulein. Aha. Natürlich. Hallo, Schnecke. Damit meinte ich die Schnecke, die da an der Seite steht.